Als ob. Jede Wette. Willst du mir sagen, ich kann ohne Waffen da. Ich muss da ohne Waffen jetzt runter? Ein Flammenwerfer, den kann ich doch wieder haben. Oh, kommt schon. Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Tut mir leid, wenn die Begrüßung jetzt ein klein wenig zu laut war. Ich glaube, ich war ein bisschen zu enthusiastisch, wenn das doch... Heißt das das Wort? Enthusiastisch? Enthusiasmus? Doch, doch, das heißt so. Und wie gesagt, willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Wir sind das letzte Mal den ganzen Androiden entkommen und haben unseren guten Samuels, war das doch gewesen, hier in der Mitte in dem Raum getroffen. Genau, das war, glaube ich, der Raum gewesen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, in welche... Sind wir von hier gekommen, oder... Ne, wir müssen hier in die Richtung. Auf jeden Fall müssen wir hier in die Richtung. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Lass mich rein! Samuels, was macht denn der? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, was der machen wollte. Wartet mal kurz, ich will mal kurz nachgucken. Samuels ist ja gegangen und dort alle Apollo-Zuhörer und... Ah, die Sicherheits... Abteilungen aufzuheben. Helfen Sie ihm. Okay. Was macht denn der jetzt? Ich check's gerade gar nicht. Bruder, nein! Tu das nicht! Warnung. Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Ah! Der will das Alien wieder freilassen, so in dem Sinne. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Ja, und wo? Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ja, und? Selber schuld! Die Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Also das rote Kabel zuerst lösen. Hä? Was ist denn hier das rote? Warte mal. Ist das... Ist für mich ein gelbes? Nein, die sehen für mich alle gleich aus. Mann, hier gibt's ja ganz viele. Ah, hier das rote Kabel. Hab's gefunden. So, das rote zuerst lösen. Okay. Blaues Kabel gefunden. Ja. Haben wir? Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. What the fuck? In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Die hier. Hab sie. Okay, das haben wir. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Das wäre da... Oh, nein, ich Depp. Was verschwende ich denn? Diese scheiß Munition auch noch. So, das wäre dann der hier. Ich wette, der schafft's nicht. Hab's gefunden, Samuels. Und jetzt das Letzte. Jetzt nur noch eins, Ripley. So. Erledigt. Ey, wir haben es geschafft. Lebt er noch? Samuels. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Der hat sich geopfert. War das jetzt ein Android gewesen? Jetzt komme ich gerade gar nicht mehr nach. Weil er gesagt hat, sie tun so, als hätte ich jemals ein richtiges Leben gehabt. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Wo darf ich lang? Ich bin hier, tut mir leid.
Samiots hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Wieso wollen die dann die, Oh, müssen wir wieder alles zurück jetzt? Ist das dein Ernst? Warte mal, die Tür geht auch auf. Okay, erstmal speichern wir kurz ab. Wieso will die denn die Abriegelung verhindern? Ist sie nicht dafür da gewesen, um das Alien einzusperren? Ja, sicher. Oh, Munition gefunden. Okay. Ja, wir müssen trotzdem hier lang. Oder gäbe es einen anderen Weg? Warte, ich will nochmal gucken. Ob es einen anderen Weg gerade gibt wieder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alles wieder... Aha, wir müssen hier lang. Guck mal. Ich will mich halt ein bisschen umgucken. Ne, hier waren wir schon. Aber hier will ich lang. Ah, jetzt sind wir wieder hier bei den Androiden. Okay. Ja, aber die sind ja alle deaktiviert, oder? Och Mann, nein! Tatsächlich, den Elektroschocker muss man auch nachladen. Los! Okay, kurz mal gucken. Hier hoch. Halt, da kann man speichern. Das machen wir noch schnell. So. Och nö, sag mir nicht, wir müssen jetzt alles wieder hier... Aua, wieso? Nee. Hä? Das ist ja gar nicht hier. Wir hätten in einen anderen Stockwerk gemusst. Nein, wir müssen wieder zurück. Sicher? Oh, ich weiß es nicht. Nee, wir müssen wieder zurück. Das kann nicht sein, dass wir alles wieder zurück müssen, oder? Komm her, du Bastard. Los! Hä? Oh, hab ich nicht richtig nachgeladen, oder was? Oh. Weg da! Hä? Also manchmal sind diese Wegepunkte, die gekennzeichnet sind, mega dumm. Ist hier vielleicht irgendwas aufgegangen? Ja, hier, das ist aufgegangen. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß halt noch nicht, ob wir hier waren. Doch, der ist ja aufgeladen. Guckt mal, jetzt können wir auch noch... Ich habe halt Angst, dass der von hinten kommt. Doch, wir können sicher hier irgendwo lang. So. Ich glaube nicht, wenn wir so weit weg sind, oder? Naja, jetzt kommen wir nur hier in diese komischen Räume rein. Okay, nein, hier ist auch nicht richtig. Wir müssen weiter. Kommt der? Nee, gut. Weiter geht's. Hä? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ja, wir laufen im Kreis. Mann, wir müssen tatsächlich wieder zurück, oder was? Warte mal nachschauen. Folgen Sie Samuels. Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Also ist das jetzt doch dann hier? Aber hier war ja nichts. Sie stand ja gerade eben da. Kannst du mir noch nicht erzählen? Das ist der dunkle Raum und jetzt kommen wir... Wir müssen da wieder zurück, doch. Wo der Android eben war. Okay, also nochmal probieren. Ja, ist mir egal. Komm her. Nein, daneben! Oh, ich...
Lass mich los, Mann. So. Warte, war hier irgendein Raum gewesen? Auch nicht, gell? Hier war nichts, nee. Nee, nee, das war schon hier gewesen. Ich habe halt echt das Gefühl... Warte, 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 da ist ein Lüftungsrohr. Ah. Rein da, schnell. Ah, gut, das ist richtig, doch, doch. Okay. Haben wir irgendwas, was wir brauchen können? Oh, das ist nur so ein geheimer Raum. Scheiße, da kommen wir nicht weiter. Hm. Müssen wir da zurück. Ach, Mann, Mann, Mann. Eigentlich bin ich jetzt genau an der Stelle, wo es markiert ist. Das wäre mir halt echt zu blöd, wenn ich jetzt... Alles wieder zurück. Ja, wir können ja gar nicht zurück. Die Leiter, die ist ja da kaputt gegangen, oder? War das nicht so gewesen? Ah, tatsächlich. Wir müssen hier lang. Okay, nee. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Na gut. Apollo Privatkantine verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ich speichere noch schnell ab hier. Oh, da ist ein Android. Ich hoffe, der sieht uns nicht. So. Guck da hinten. Okay. Jetzt müssen wir hier rein, in den Aufzug. Oder? Doch, doch, ja. Okay, sehr gut. Mach auf, komm. Komm schon. So. Sehr schön. Wie lange sind wir eigentlich am Aufnehmen schon? Oh, 14 Minuten gerade mal. Okay. Erlangen Sie direkt Zugriff auf den Apollo-Kern? Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald Sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit Ihnen sprechen. Das ist sicher ein gutes Zeichen wahrscheinlich. Wo dürfen wir hin? Panther-Munition, geil. Ausweiskarte. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ui. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten.
ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besetzt. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spelling Ende. Schusswaffen registriert. Oh, ich Depp. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf den Sicherheitsförderer. Ich bin echt durchgelaufen, weil ich gucken wollte, ob das reagiert, wenn ich da durchlaufe. Finden Sie einen Weg zum unteren Geschoss. Anscheinend also hier lang. Aber die Tür ist verschlossen. Als ob. Jede Wette. Willst du mir sagen, ich kann ohne Waffen da. Ich muss da ohne Waffen jetzt runter? Ein Flammenwerfer, den kann ich doch wieder haben. Oh, kommt schon. Echt jetzt? Ohne Waffen muss ich da jetzt also runter. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. What? Leuchtfackel. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Und da müsste eine Hintertür sein. Ja, wieso bin ich denn dann überhaupt in den blöden Raum rein? Die hier oder was? Oder das hier? Nee, die sind schon hier in dem Raum, oder? Wartet mal. Erlangen Sie direkt... Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Ah, hier, guck mal. Das da? Nee. Hier ist noch eins. Nee. Das war's. Mehr hat sie nicht in dem Raum. Also gucken wir nochmal draußen nach. Hier ist noch ein Bild, aber kann man nichts machen. Da auch nicht. Komme ich da in den Raum rein? Nee, gell? Nö. Hä? Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsausstellung. Nee. Ah, guck mal hier. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Oh Gott. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. 4930 steht da drauf. 4, 9, ach, ich depp. Oh, nochmal. 4, 9, 3, 0. Das geht schon mal. Also dürfen wir jetzt durch so mega enge Lüftungsschächte klettern. Hey, ich will aber nochmal meine Taschenlampe aufladen. Wie geht denn das nochmal? Ich weiß es nicht. Okay, wir speichern erstmal ab. Ich muss ihn zuerst abschalten. In welche Richtung müssen wir? Nach oben. Okay. Sieht aber cool aus hier. Warte, wir gucken, was hier in dem Raum ist. Aber das durften wir mitnehmen. Weißt du, die Waffen waren verboten, aber das dürfen wir mitnehmen. Guck mal, ich stelle noch mal ein paar Medikits her. Wenn wir schon die Ressourcen dafür haben. Nee, warte, das wollte ich nicht. Ach, ich lasse jetzt erstmal. Hier piept doch irgendwas. Ich kann aber nichts machen hier. Der Raum ist für reine Deko gedacht anscheinend. Jo. Dann gucken wir mal, was hier oben ist. Da... Nee, ich dachte schon, da müssen wir durch. Da ist wieder ein Aufnahmegerät. Glatzköpfigen Schweinehunde einlege. Aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkauft.
Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vogel. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten Sie mit dem Turbinen schaffen. Ja, also müssen wir da unten rein. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Also los. Wo? Hier lang. Muss ich das jetzt hier auch nochmal machen wahrscheinlich? So. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn das Bundessystem überhitzt. Warte, wo muss ich? Hier lang, ne? Und jetzt hier rein. Und jetzt? Hoch! Habe ich es geschafft? Oh Gott, was ist das für ein Gang hier? Oh. Das wird knapp. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hinis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Oh, noch mehr? Sie hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Synthet. Ah, das war also tatsächlich ein Android gewesen. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Meine Freunde, das ist aber ein sehr, sehr guter Zeitpunkt jetzt, um sich zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Bewertet das Video ruhig mit einem Daumen nach oben oder mit einem geilen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.